Es geht darum, dass die Mieten immer mehr steigen. Wir haben auch gerade eine Mieterhöhung gekriegt. Ja. Weißt du dann, wie viel du bezahlen musst? Ich? Also eigentlich noch nichts, aber meine Mama sagt, dass sie auch gerade eine Mieterhöhung gekriegt hat. Und und sie sagt, das ist so, weil jetzt Treptow vielleicht ein beliebter Bezirk ist und deswegen die Mietpreise steigen. Hallo, wunderschönen guten Tag und willkommen zu unserem Kiezspaziergang, zum ersten Kiezspaziergang 2013. Die Wrangel-Kiez-Inni begrüßt euch alle ganz herzlich. Wir sind heute hier, werden ein bisschen durch den Kiez latschen. Einige Leute werden uns von ihren Problemen erzählen, die sie mit den hohen Mieten haben und Verdrängungen. Es wird aber auch ein bisschen was geben zu den Leuten, die sich wehren und was es da für Erfolge gibt. Hallo, ich soll beräumt werden. Und zwar 2006 habe ich eine Nebenkostenabrechnung bekommen, die von mir aus gesehen irgendwie nicht richtig war. Ich sollte Dinge bezahlen, die halt eben für eine Nebenkostenabrechnung nicht taugen. Ich habe mich dagegen gewehrt, insofern, dass ich meinem Vermieter gesagt habe, er solle die Nebenkostenabrechnung korrigieren. Leider ist darauf halt eben von ihm gar keine Antwort gekommen, sondern er hat dann halt eben mit Mahnungen reagiert und mich zu kündigen. Jetzt in dem letzten Jahr hat er mir dann ein Verfahren sozusagen angehängt, in dem es darum ging, dass ich diese Schulden begleichen sollte. Und das habe ich auch getan. Trotzdem hat er mich hinterher gekündigt und will mich räumen lassen. Deswegen hoffe ich, dass wir mit dem Bündnis Zwangsräumung verhindern, das hinbekommen, die Unterstützung sozusagen noch zu vergrößern und bis zu dem Zeitpunkt, wo die Sache dann rechtlich abgelaufen ist, da viele Sachen zu machen, Briefe zu schreiben an den Vermieter, zu gucken, auch mal mit Kiezspaziergängen, Kundgebungen und vielleicht auch der Einbindung von weiteren Interessenten und Unterstützern die Sache noch mal ein bisschen in Bewegung bringen kann, weil eigentlich könnte mein Vermieter auch sagen, es ist so eine geringe Menge Geld, um die es da geht, es sind 192 Euro gewesen in der Nebenkostenabrechnung, die ich da nicht bezahlt habe. Da könnte man jetzt nicht unbedingt eine Miete oder eine Mietkündigung von ableiten. Aber er hat natürlich auch Interessen daran, bei den steigenden Mieten hier in Kreuzberg noch mal ordentlich abzusahnen. Ja, da werden wir natürlich alle unterstützen. Und die Kampagne Zwangsräumung verhindern kann ja schon einige Erfolge vorzeigen. Einige von euch werden es wahrscheinlich wissen, es gab eine große Blockade einer Familie, die zwangsgeräumt werden sollte am 14. Februar. Da waren 1000 Leute stundenlang auf der Straße. Nachbarinnen haben geholfen. Und es hat gezeigt, irgendwie, dass man sich doch konkret auch mit konkreten Aktionen wehren kann. Danach gab es dann bei einigen, vor allem bei öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, Zwangsräumungen, die wurden zurückgenommen. Und im Moment schaut es so aus, dass wenn bei einer öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft eine Zwangsräumung ist und derjenige sich ans Bündnis wendet, das Bündnis zu dieser Wohnungsbaugesellschaft geht, die Zwangsräumung zurückgenommen wird. Also das zeigt, dass wenn wir uns zusammenschließen und gemeinsam handeln, es möglich ist, dass wir was verändern, dass wir uns so auch gegen hohe Mieten und Verdrängung wehren können. Okay, soweit mal. Wir gehen jetzt weiter. Hallo Nachbarn und Nachbar. Das ist ein Kiezspaziergang gegen hohe Mieten und Verdrängung. Schließt euch uns an. Ja, erstmal herzlich willkommen alle hier vom Kiezspaziergang. Organisiert von der Wrangel-Kiez-Initiative gegen Mieterhöhung und Verdrängung. Und wir wollen euch jetzt nochmal die Situation zu diesem Haus hier näher bringen. Die Schlesische 25 wurde 1993 mit 22 weiteren Häusern vom Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Kreuzberg, an die gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft GSW kostenlos übergeben. 58 Häuser waren es in ganz Berlin. Die GSW war per Einbringungsvertrag verpflichtet worden, das Haus mieterinnengerecht instand zu setzen und die darauf folgenden Mieterhöhungen gering zu halten, um allen Mieterinnen und Mietern ein weiteres Wohnen im Haus zu ermöglichen. Die Instandsetzungsarbeiten sollten innerhalb eines Jahres begonnen und nach 10 Jahren abgeschlossen werden.
Ein Weiterverkauf der Häuser wurde untersagt. Bei einem Verkauf hätte der gesamte Erlös an das Land Berlin übergeben werden müssen. Die GSW hat sich aber an keine dieser Vertragsbedingungen gehalten. Sie hat den Mieterinnen und Mietern Luxussanierung angekündigt, Abfindung angeboten und dadurch das Haus systematisch entmietet. Im Jahr 2004 wurde die komplette GSW an die Investmentgesellschaft Whitehall Funds sowie Tochtergesellschaften von Severus Capital Management verkauft. Die 23 Häuser wurden einfach mitverkauft. Zwei Wohnungen sind noch vermietet, 33 Wohnungen stehen seit mittlerweile 4,5 Jahren leer. Gleichzeitig sind im Brammekiez viele Menschen mit geringem Einkommen von Mieterhöhung und Verdrängung bedroht. Weder Senat noch Bezirk sind ihrer Verpflichtung nachgekommen, die Einhaltung des Vertrages und seiner Auflagen zu kontrollieren. Im Gegenteil, mit dem Verkauf der GSW an Whitehall Funds und Severus Capital Management hat der Senat sein Rückforderungsrecht bezüglich der 23 Häuser in einem Geheimvertrag streichen lassen. Was aber bis heute Gültigkeit hat, ist das Belegungsrecht. Danach wurde das Haus von der Schlesische Straße 25 Projekt GmbH und Co. KG mit Firmensitz am Schlachtensee 6 gekauft. Anfang 2012 wurde das Haus weiterverkauft an die J&P Schlesische 25 GmbH von Claudius Pachowiak. Im Internet werden die Wohnungen von der Firma Mähren Immobilien als Eigentumswohnungen angeboten. Und das zu Preisen von 2.800 bis 4.300 Euro pro Quadratmeter. Bis heute haben vor diesem Haus ein Hoffest, zahlreiche Kundgebungen und zwei Besetzungen auf die Situation des Hauses aufmerksam gemacht. Gefordert wurden bezahlbare Wohnungen, ein Kiez-Treffpunkt und ein Umsonstladen. Wir fordern die Rückführung der Schlesischen Straße 25 und alle anderen verschenkten Häuser in gemeinnütziges Eigentum, eine mieterinnengerechte Instandsetzung und eine Belegungsbindung, wie es im Einbringungsvertrag vorgesehen war. Außerdem fordern wir, die weitere Privatisierung von bezahlbarem Wohnraum zu stoppen. Wir bleiben alle. Auch herausgefunden, dass berlinweit 600, also mehr als 600 Häuser verschenkt wurden vom Land an alle städtischen Wohnbaugesellschaften oder an sechs verschiedene, glaube ich. Nur die GSW hat sie komplett geschenkt bekommen. Für die anderen Häuser gilt noch der Einbringungsvertrag. Das heißt, und wir wissen nur, dass in Zehlendorf noch um die 70 Häuser sind. Die anderen Bezirke haben sich verweigert, eine Liste herauszugeben. Wir möchten auffordern, zu diesem Thema weiterhin Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Wir werden die anderen Mieter auch informieren. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man das überhaupt mitbekommt und Unterstützung von anderen erfährt. Alleine ist das nicht zu schaffen, deswegen ein Hoch auf den Kiez, auf den langen Kiez. Seit wann wohnst du hier? Seit 89. Und wie hat sich der Kiez verändert? Zum Negativen. Warum? Weil zu viele Jappis hier sind. Ja, wir befinden uns hier vom ehemaligen Westside. Das war ein Pizzaladen, den gab es ewig, also über 20 Jahre hier. Der Kollege, der den gemacht hat, ist ein Berliner türkischer Herkunft und der auch hier in der Schlesischen Straße aufgewachsen ist, mittlerweile aber woanders wohnt. Jedenfalls hat er hier noch seinen Imbiss und ist Mieter von dem berühmten
Und Hollmann hat ihm halt die Miete verdreifacht und damit war es für ihn nicht mehr möglich, weiterzumachen. Der ist dann halt Ende Januar rausgezogen und weg. Ja, was schade daran ist, das ist halt auch so ein Stück schlesische Straße, die es schon lange gibt und es verschwindet wie so vieles hier. Man kann sich ausrechnen, dass wenn jemand die dreifache Miete bezahlen muss, dann muss er auch seine Produkte entsprechend höherpreisig verkaufen. Und die Frage ist halt, wer kauft die Leute mit normalem Einkommen, wenn sich das dann nicht mehr so gut leisten können. Hallo, für mich alle verstehen. Hallo? Sind alle da? Können mich alle verstehen? Ja, sag doch was. Das ist schön. Hallo, liebe Mieter aus dem Kiez. Ich stehe hier für die Mietergemeinschaft Conjoint Tristesse. Wir haben uns vor circa 2 Monaten endlich zusammengetan, weil uns eine sehr hohe Mieterhöhung, eine sogenannte Mietänderung ins Haus geflattert ist, die teilweise die von 40 Euro pro Monat bis 260 Euro pro Monat geht. Und wir haben an diesem Punkt gesagt, das geht nicht mehr, das können wir nicht mehr tragen und sondieren gerade, was wir dagegen unternehmen können. Jetzt ist es so, dass dieses Haus lange Jahre mafiös verwaltet wurde, bis es zur Insolvenz kam. 2011 wurde das Haus verkauft an einen privaten der Eigentümer, an eine private Gesellschaft, die jetzt auch die Hausverwaltung übernommen hat und die seit 2011 kontinuierlich die Miete erhöht. Sie hat teilweise das Recht dazu, weil wir ein Haus im sozialen Wohnungsbau sind, das eine Förderung bekommen hat, lange Jahre. Diese Förderung läuft jährlich aus. Wir haben noch eine Anschlussförderung, aber unsere Wohnungen werden sowieso jährlich 10 bis 12 Euro teurer. Genau, für die Monatsmiete kalt. Jetzt war es aber so, dass der Vermieter jeweils immer noch eine Subvention drin hatte, weil dieses Haus lange Jahre am Kiez stand, halt nicht so viel los war und das Haus war auch ein bisschen oder ist immer noch ein bisschen heruntergekommen, ist nicht gepflegt und so hat der die Vermieter, die Eigentümer jeweils auch noch die Miete geringer gemacht, eine Subvention drin gehabt. Genau diese Subvention, die sogenannte Mietfreistellung, ist jetzt bei uns weggefallen. Deshalb kommt es zu dieser hohen Änderung der Mieterhöhung zu diesem Zeitpunkt. Diese ist auch für jede Wohnung anders gewesen. Also alle Mieter hatten eine unterschiedliche Mietfreistellung. Die in den Erhöhungen vorher steht, dass man diese Mietfreistellung, dass sie halt freiwillig ist, dass sie jederzeit weggelassen werden kann. Genauso haben uns jetzt auch unsere Vermieter gesagt, das haben sie jetzt eben einfach getan. Punkt. Also keine Erklärung warum. Was uns ein wenig stutzig macht, ist, dass auch die Gewerbemieter hier im Haus, die auch lange Jahre schon im Haus sind, von dieser Erhöhung einmal betroffen sind. Und andererseits auch einige Verträge haben, die auslaufen. Und diese Verträge, da wurde von den Eigentümern signalisiert, dass sie kein Interesse daran haben, Verhandlungen aufzunehmen und um diese Verträge verlängern zu können. Also es wurden Angebote gemacht, auch von den Gewerbemietern, auch höhere Mietpreise zu zahlen. Aber es wurde klipp und klar gesagt, auch die Lehrerin, es besteht kein Interesse daran, mit ihnen überhaupt in Verhandlung. Was wir machen, wir versuchen jetzt als erstmal haben wir uns zusammengetan, das ist schon mal ganz toll. Wir sind über die Hälfte der Mietparteien, die aktiv ihr Interesse bekundet haben und noch aktiv eintreten wollen. Im Moment machen wir uns einfach schlau. Wir laden diverse Menschen ein, die gerade mit dem Thema sozialer Wohnungsbau befasst sind. Menschen von sozialmieter.de, wir laden Rechtsanwälte ein von der Berliner Mietergemeinschaft, die auch Hausberatung machen und versuchen mit unserem Problem in die Öffentlichkeit zu gehen, gerade auch weil dieses Haus ein Symbol, denke ich mal, für diesen Kiez ist. Und genau, und hoffen, da sind eigentlich guten Mutes, dass wir zusammen was erreichen können.
Die Gegend hier hat sich auch stark geändert, finde ich. Nur noch alles so teure, schicke Cafés und alles nur auf Design ausgerichtet. Alles schmeckt eklig. Ich hoffe, jetzt sind alle in der Nähe. Also wir sind hier vom Kinderladen Klein und Stark. Und wie wahrscheinlich die meisten schon gelesen haben, müssen auch wir hier jetzt raus nach 35 Jahren. Also unser Laden besteht seit 1978, wie wir jetzt hier auf dem Plakat auch ins Fenster gehängt haben. Und wir müssen jetzt leider den Laden räumen und somit auch den Prangelkiez, unseren Geliebten. Wir hatten einen langjährigen Mietvertrag bis 2009. Da vor ca. 10 Jahren der Eigentümer gewechselt hat, haben wir 2009, als der alte Mietvertrag ausgelaufen ist, einen neuen Mietvertrag mit Herrn Heumann machen müssen. Dieser belief sich auf 8 Euro pro Quadratmeter kalt. Er hat uns damals mündlich zugesichert, dass wir nicht mehr als 1 Euro pro Jahr zahlen müssen. Das fand auch die darauffolgenden 2 Jahre statt. Allerdings war dann 2010, als hier Farbenwachse raus musste, war unsere erste Panik, dass wir auch raus müssen. Das hat sich dann leider noch mal, Gott sei Dank, noch mal verlängert. Das hat sich noch mal verlängert aufgrund dessen, dass hier viele Leute protestiert haben und der Laden von Farbenwachse besetzt wurde. Deshalb hat er uns nochmal drin gelassen. Wir bezahlen jetzt inzwischen 13 Euro pro Quadratmeter und haben letztes Jahr im August das Gespräch mit ihm gesucht, um mit ihm zu verhandeln, wie es weitergeht mit einem längeren Mietvertrag. Hatten das Angebot gemacht, dass wir 20 Euro zahlen könnten, gerade noch, was natürlich schon unendlich viel ist. Allerdings waren immer mehr Leute hier am Start, die unheimlich viel Geld geboten haben für den Laden. Und er hat uns dann mitgeteilt zu diesem Termin im August, dass er uns raushaben möchte, wenn wir nicht 30 bis 40 Euro pro Quadratmeter zahlen können. Da das nun wirklich unser Budget übersteigt, sind wir jetzt gezwungen, die Räumlichkeiten hier zu verlassen und auch den Kiez zu verlassen, was wir sehr bedauern. Sehr viele Leute bemüht, uns zu unterstützen. Vielen Dank dafür. Es war super klasse. Also es waren eine Menge Leute hier aus dem Kiez, die sich sehr bemüht haben, uns zu helfen, uns zu unterstützen. Vor allen Dingen von der Prangel-Initiative. Vielen, vielen Dank. Es hat leider nichts mehr geholfen. Ist schade. Aber wir geben nicht auf, wir suchen hier weiter. Ja, danke. Ja, danke auch nochmal an den Kinderladen. Irgendwie sind da, ist hier jede Menge Gruppen von Cafés. Da könnt ihr euch nachher gerne noch bedienen haben. Und ja, so ist es halt irgendwie. Der Heumann hat mehrere Häuser irgendwie. Solange irgendwie Sachen wie Häuser oder sonstige Sachen zum Daseinsvorsorge einfach in Privateigentum sind, wird sich da nie grundsätzlich was ändern. Aber wir können ja schon mal anfangen, irgendwie das im Kleinen irgendwie zu ändern, die nur zusammenschließen. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es gibt ja auch schon einige Erfolge. So wurden einige Zwangsräumungen ausgesetzt, weil der öffentliche Druck einfach groß genug war. Und ich denke, da müssen wir einfach noch viel mehr öffentlichen Druck erzeugen irgendwie und dann werden wir auch was erreichen. Kiezspaziergang ist ein kleiner Anfang. Wir wollen auch im Sommer hier ein Sommerfest machen, hier auf dem Platz irgendwie, um noch mehr Leute irgendwie zum Widerstand zu animieren und auch zu erreichen. Und es wäre toll, wenn ihr da irgendwie mitmachen würdet. Okay. Ah ja, nein, vielleicht noch irgendwas. Ja. Es ist ja auch so, dass irgendwie Mietrechtsänderungen, also gesetzliche Mietrechtsänderungen und auch Richter irgendwie die Scheiße für Mieter irgendwie urteilen, mal was auf den Deckel bekommen müssen. Da gibt es eine ganz berühmte, die Richterin Paschke, die Leuten, denen sogar irgendwie die Fenster zugemauert wurden, in denen nebenan ein Haus gebaut wurde, die nur eine geringe Mietminderung zugesprochen hat, das Haus, das eine totale Baustelle war, da haben andere gar keine Mietminderung zugesprochen. Diese Frau, die gibt auch immer für den Grundeigentümerverband Seminare, wie man denn die Mieter noch besser rauskicken kann. Das letzte war vor 2 Wochen im Esplanade, da haben sich einige Leute gedacht, sie besuchen die Richterin und das Seminar einfach mal, um ihnen zu sagen, dass sie das irgendwie scheiße finden. Da war die Richterin
Gästerin, auch die Seminarteilnehmerin ein bisschen überrascht. Die ist am nächsten Mittwoch um 14 Uhr wird sie da ihr nächstes Seminar geben. Und da gibt es eine kleine Kundgebung, die um 13.30 Uhr anfängt. Das ist das Exponat am Lützerufer. Wenn ihr da Zeit habt oder in der Nähe seid, dann kommt doch vorbei. Was halten Sie vom Widerstand gegen sowas? Ja, muss sein. Müsste viel mehr Widerstand. Ich glaube, in der ganzen Stadt passieren. Und hast du da erreicht mit dem Kiezspazieren? Na logisch, wir haben ja den Funken der Revolution gelegt. Da hast du es nicht gemacht. Ey, ernsthaft.